Oma Heidi sagt, wenn dir oft so richtig übel ist, dann wird es ein Mädchen. Meine Freundin Anne sagt, Übelkeit in der Schwangerschaft, das gibt's egal, ob du ein Mädchen oder einen Jungen bekommst. Was stimmt? Wird es eher ein Mädchen, wenn die werdende Mutter sehr mit Übelkeit zu kämpfen hat? Viele Schwangere leiden an sogenannter Morgenübelkeit. Vor allem am Anfang der Schwangerschaft. Es gibt aber Frauen, die leiden den ganzen Tag unter extremer Übelkeit und müssen mehrmals täglich erbrechen. Das nennen Mediziner Hyperemesis gravidarum, kurz HG. Übelkeit in der Schwangerschaft hängt mit dem veränderten Hormonspiegel im Körper zusammen. Vor allem das Hormon Östrogen gilt als Ursache von Übelkeit bei Schwangerschaften. Manche Forscher glauben, der Östrogenspiegel steige bei Mädchenschwangerschaften deshalb so stark an, weil der weibliche Embryo seinen Teil zum hohen Hormonlevel beisteuert. Andere Forscher spekulieren, es liegt an der Hormonkonzentration bei der Empfängnis. Danach würden Spermien bevorzugt, die zu einem Mädchen führen, wenn der Östrogenspiegel niedrig ist. In der Schwangerschaft steigt das Östrogenlevel dann so stark an, dass der werdenden Mutter von der plötzlichen Menge an Hormonen übel wird. Über die Ursachen können Forscher bisher nur rätseln. Aber eins stimmt. Je schlimmer die Übelkeit, desto wahrscheinlicher wird es ein Mädchen. Und tritt die extreme Form der Übelkeit gleich in den ersten 12 Wochen auf, so zeigte eine Studie, wird es sogar doppelt so häufig ein Mädchen. Wenn die werdende Mutter sehr mit Übelkeit zu kämpfen hat, wird es eher ein Mädchen? Das ist kein Ammenmärchen. Der Trost für alle Geplagten? Meist verschwindet die Übelkeit nach der 16. Schwangerschaftswoche.